und am Wort ist schon der freiheitliche Walter Rauch. Zu Hause vor den Fernsehschirmen. Jawohl, Herr Kollege Ottenschläger. Wirtschaft ist Emotion, Wirtschaft ist Gefühl und hat dementsprechend auch das Nötige, der Staat dazu beizutragen, um diese Emotion und dieses Gefühl auch aufrechtzuerhalten. Warum? Denn dann funktioniert eine Wirtschaft. Aber aktuell haben wir eine Situation, wo dieses Gefühl und diese Emotion nicht stimmt. Und das hat einen Grund, weil nämlich diese Bundesregierung seit Wochen säumig ist, seit Wochen Pressekonferenzen abhält, Versprechungen abgibt, die im Endeffekt nicht eingehalten wurden. Aktuell, heute bei einer PK wieder, Frau Bundesminister, der Härtefall von neu. Ich frage mich jetzt, wenn ein Unternehmer einen Antrag gestellt hat vor 4 Wochen, vor 5 Wochen, muss er jetzt einen neuen Antrag stellen? Kriegt automatisch jetzt die Erhöhung bezahlt auf 2.500 Euro oder auf 1.000 Euro. Automatisch. All das sind Dinge, die Sie im Endeffekt jetzt dem Unternehmer, dem Betroffenen auch vermitteln müssen. Dass das Problem, was Sie erzeugt haben in den letzten Wochen und Monaten, dass dieses Gefühl und dieses Vertrauen in Ihre Richtung, aber natürlich auch in Richtung des Staates komplett verloren gegangen ist. Warum? Ich glaube, es würde mir nicht anders gehen wie Ihnen, wo die Nachrichten sich häufen, wo Unternehmer von Anfang an von den Wirtschaftsbündlern in den Regionen angerufen wurden. Es ist alles kein Problem, es wird alles finanziert, es wird alles für sie erledigt. Nach 3 Wochen waren die ersten Rückrufe. Ich glaube, es würde Ihnen auch nicht anders gehen oder Ihrer Fraktion. Nach 3 Wochen waren dann die Rückrufe, wo dann gesagt wurde, ja, wann kriege ich einmal was? Und dann war es ruhig. Dann war es ganz, ganz ruhig. Und jetzt stehen viele Unternehmer in der Situation, dass sie seit 10 Wochen, weil von 160.000 oder 161.000 Anträgen wurden aktuell über 200 Millionen ausbezahlt. Knapp drüber. Das ist ein Bruchteil dessen, was sie Tag für Tag an Pressekonferenzen, an Zahlen jonglieren und herumschmeißen. All das ist im Endeffekt das Vertrauen, was Sie in den letzten Wochen zerstört haben im Bereich der Wirtschaft. Und das einfach mit einem Pinselstrich jetzt herzugehen und zu glauben, dass dieser Härtefall von neu alles regeln wird, davon bin ich nicht überzeugt. Das wird die Wirtschaft auch nicht in dieser Art und Weise entlasten. Ein weiterer Punkt war dieser Comeback-Bonus. Auch das ist ein spannender Zugang in dem Bereich. Auch hier werden natürlich viele darauf trachten, natürlich diesen Antrag zu stellen. Aber wann und wie die Leistungen fließen, da fehlt sehr viel von Ihnen. Ich habe auch diesbezüglich ja schon mehrmals Kritik geübt betreffend der Abwicklung dieses Härtefallfonds über die Wirtschaftskammer. Dafür sind wir ja bekannt. Also ich habe den Antrag schon einmal eingebracht, aber ich wiederhole ihn heute wieder einmal. Es kann nicht sein, dass eine Behörde, das Finanzamt, das Finanzministerium ausgeschalten wird und hier die Wirtschaftskammer in Leistung treten muss, um diesen Härtefallfonds, um die Unterstützung der Unternehmer abzuwickeln. All das sind bürokratische Hürden, wo das Finanzamt mit einem Knopfdruck alle Daten, alle Funktionen innehat und dementsprechend hier die Wirtschaftskammer als Instrumentarium herausgezogen wird, um hier auch eine Leistung zu erbringen, die ihr gar nicht zusteht, die ihr gar nicht zusteht. Und hier fehlt einfach Ihr Verständnis oder zumindest war das Ziel ein anderes, hier vielleicht den einen oder anderen über diese Schiene zu begünstigen. Ich bringe daher den Antrag ein, der Abgeordneten Rauch und Angerer betreffend unbürokratische Soforthilfe für die Unternehmen durch vollständige Entschädigung für den durch den erzwungenen Schließung entstandenen finanziellen Schaden. Der Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die erforderlichen Schritte zu setzen, die geeignet sind, insbesondere den Klein- und Kleinstunternehmen und EBUs, die von der Covid-Krise massiv bzw. existenziell betroffen sind, unmittelbar, sofort und in ausreichendem Maß zu helfen. Weiterer Punkt. Dabei ist die Umsetzung nachstehender Maßnahmen unter der Zielsetzung der Übernahme einer ökonomischen Generalhaftung des Staates sicherzustellen. Punkt 1.
Voller Entschädigungsanspruch für alle Betriebe, die durch das Betretungsverbot betroffen sind und waren, in jener Höhe, denen diese erhalten hätten, wenn ihr Betrieb aufgrund des Epidemiegesetzes geschlossen worden wären. Punkt 2. Abwicklung sämtlicher Fonds über das Finanzamt. Punkt 3. Sofortige antragslose Akontozahlung durch die Finanzämter an alle Unternehmer, die sämtliche infolge der Covid-19-Maßnahmen entstandene Kosten, die laufenden Fixkosten zu 100% sowie die Einnahmeausfälle und einen entsprechenden Unternehmerlohn für die nachstehenden 3 Monate abdeckt mit ausschließender Ex-Post-Prüfung und Kontrolle durch die Finanzämter. Das wäre eine Lösung, wo es hier dementsprechend für alle eine gezielte, sichere Unterstützung geben würde, aber nicht so eine holpertatschige Aktion, wie Sie das in den letzten Wochen zum Schaden dieser Wirtschaft gemacht haben. Walter Rauch von der FPÖ fordert eine sofortige Unterstützung für kleine Unternehmen, die durch die Krise betroffen sind, und bringt dazu einen Antrag ein.